have changed the markers for this game as well, just in case you thought something horrendous had happened to Dan Yeller. Martin Schindler, Kevin, you require playing one game, 76. Two games, three games, four games, but most of the time, that's it. Game shot. Kevin Munch with a very nice checkout. Martin, you require 72. Double 16. Game shot. And there it the is. Seventh leg. Martin pins Schindler. It first time. $180. Right, even if this does end in defeat, there's plenty of positives to take for Kevin Munch, who has not played badly, but he has been outplayed, because that is 180 number six. Martin, you require 161. Oh, what a way to win it would be. Oh, go on, Martin Schindler. 341 cleared in six darts. How about that? 180, 161 out. We do have games going on around the various different boards. Nico, you require 112. Gets into a finish. Kurtz already in place. Should go 12. Should go tops. Game short and the sixth leg. Jose de Selzer in here and you... $180. Expect to try and find that treble 20 that would have left tops. As it is, it's an awkward two darter. One he may not get a look at. 20 for tops. Does the flawless doubling continue? Game it does, and this is absolutely spectacular for me. Finishing between now and when one of these guys 72. Qualifies for the World Championship. 72 to win it. Beautiful. Double 12. Game that is absolutely incredible from Michael Hertz. A 6-2 demolition of Nico Kurtz, the man who's won this the last 2 years. He did not miss a single... Der letzte Rutsch. One pick you require 95. Über welchen Weg geht Money Builder das an? Versucht es übers Bullseye, das klappt gut. Jetzt die 5 für die Doppel 20. Game Short, klasse Finish. Manfred Von Beaver. Champion Nico Kurtz mit 7-8. Und im letzten Jahr gab es die deutliche Niederlage gegen Gabriel Clemens. Der German Giant, der klasse Aufnahme jetzt hier. 168. Christian, you require 2. Die Doppel 1. Madhouse. Game short in the fourth direkt leg. Draufgegangen. Gar noch knapp vor Stein. Manfred, you require 74. 14 für die 20, für die Doppel 20. Bisher war sie nicht der Freund von Beaver. Jetzt vielleicht. Game short in the fifth leg. Manfred Bilder. Das also dieser Christian Bunse, der hat schon des Öfteren gezeigt, was in ihm steckt. Dass der richtig gut darspielen kann. Und wie aus... Christian, you require 143. Mit der 140. Ja. Jetzt vielleicht hier das erste High Finish dieser Partie. 143 Punkte zum 4-2. And the sixth leg. Richtig gute Darts zum. $180. Und es springt sie ihm nicht zur Seite. Und Money Builder bekommt die Chance, wenn er hier in 18 Darts oder weniger checken kann. Versucht er über Doppel 20, Doppel 20. Jawohl, versucht er. Und der steckt richtig gut für Beaver. Jawohl, den hat er richtig gut anspielen können. Und jetzt kann Bunse alles klar machen. Drei Darts auf die Doppel 16. Das ist der 6-4 Erfolg. Und damit übernimmt Christian Bunse die alleinige Führung. Er haltet sich doch immer wieder im Darts. Und gerade eben über den fast neuen Darter gesprochen von Nico Springer. Vier haben wir bisher erlebt. 180. In der Super League, währenddessen Wikipedia unter den Söhne und Töchter der Stadt steht bei Freudenstadt. Dieser Traum ist schon in Erfüllung gegangen. Ich habe es gecheckt, da steht er. 180. Nico, you require 100. Es ist keine Phrase, wenn es stimmt. Ja, es hat, so, Triple 20. Sitzt. Tops. Game shot and the fourth leg, Nico Springer. Nico, you require 170. Nico spielt jetzt gut vorne weg. Ja, wir hatten eine vorhin. Drauf.
Er geht drauf. 2-2 und Martin Schindler mit 2-1 vorn gegen Lukas Wenig. Ja, gerade eben hat es mit der 170 nicht funktioniert. Vielleicht ja mit der 164 geht er wieder drauf. Er geht wieder drauf und diesmal macht er ihn. 15 Darts, 164. Robert Rickwell 116. 19 für Tops. Guter Start. Game shot and the 8 leg Robert Marjanovic. Auch mal was. Robert Marjanovic. Das hätte richtig wehgetan. Ja. Vor allem immer noch auch mit dem Hintergedanken, dass er eigentlich gar nicht in der Situation sein müsste, ja, wenn er die Doppel besser getroffen hätte. Aber auch Nico Springer jetzt mit Problemen. Wechsel auf Doppel 9. Und der letzte Dart ist es dann. 18 Darts auf der Doppel 9. Also die Doppel laufen heute leider noch nicht so ganz rund. Mit meinem Score bin ich halbwegs zufrieden, aber irgendwie die Doppel wollen noch nicht hundertprozentig. Aber ich bin da guter Dinge. Und, 180. Schöne 100. Also wenn ich da sitzen würde und nicht ganz sicher bin, ob ich hier dran teilnehmen darf wegen der Temperatur, dann wäre ich ein bisschen unruhig geworden. Aber er saß da total ruhig in seinem Stühlchen und hat gesagt, ja, lag nur am Käppi und lag auch wirklich nur am Käppi. So Game shot and the third leg Marcel Gerdon. Und der Carsten Koch macht auf mich hier einen guten Eindruck auch in dieser Partie. Der wirkt nicht wie der Carsten Koch vom letzten Jahr, der nur eine Partie gewonnen hat in seiner Gruppe. Mit dem wird vielleicht zu rechnen sein. Jetzt vielleicht auch mit dem 118er Finish, um seinen Anwurf zu halten. Das wäre richtig wichtig. Oh, starkes Finish. Das ist hinnehmen muss. Liegt mit 5-1 hinten gegen René Adams. Aber zwei Siege hat die MO ja auch schon einfahren können. Jetzt ja vielleicht wieder mal ein Maximum 180. Für Carsten Koch. Ja, 148 ist machbar, habe ich gehört. da spricht jemand aus Erfahrung. Das Florian Hempel-Finish zur Tourcard geht aufs Bullseye. Er geht aufs Bullseye. In Style. Und da gibt es zwei Daumen nach oben. You require two. Ja, Game und mit dem shot letzten, wie end of the stack, Sascha Stein. Jens, you require 130. Da darf er gerne mal zuschlagen, der Jens. So, ein Triple wird ja schon reichen. Das hat er. Und jetzt das Bullseye. Ich weiß nicht, ob er sich damit so einen großen Gefallen tut. Natürlich nochmal durchatmen, ist klar. Aber ob ihn das nicht ein bisschen aus dem Rhythmus bringt. Denkste, Marcel Gerdon. Jens kniest. Was für Jens, you require 65. Und auch keine klare Richtung irgendwie zu erkennen gewesen, dass er da jetzt mit den letzten beiden mehr attackiert hätte als mit dem ersten. Und Jens Knies bekommt die Chance, auf 5-3 davon zu ziehen. Macht das. Game shot. Und guck mal die Reaktion. Jens Knies bald. Und das ist ein Riesenmoment jetzt für Jens Knies. Stellt das um. Sieht er. Ja, 14 für die Doppel 8. Und er macht es. Er macht es. Jens Knies holt. Und Kai, bei dir in der Gruppe, da ist die Sache recht klar. Du marschierst da vorne weg auf Platz 1. Erste 180 der peinliche Erfolge vorzuweisen. 88. Die World Youth Championship, ein European Tour Titel 2018 in Saarbrücken. Jetzt hier erstmal das 88er Finish. So schnell kann es dann eben auch gehen. Am Ende waren es 5 Legs und ein Punkt, die gefehlt haben. Das war nicht viel, aber natürlich waren wir enttäuscht. Aber jetzt ist einfach mal Vordergrund. Game shot and the fourth es leg. Steffen für nächstes Siegmann. Jahr klar zu machen. 14 gelassen. You require 128. Dribble 18. Dribble 20 für Bullseye. Trifft der Bullseye. Und trifft er. Macht das 5-1 klar. And the sixth leg. Max Hopp. Geliefert. Max immer mit der 90er Average gespielt. Und da ist er natürlich mit 83, 84 nicht zufrieden. Das ist klar. Und jetzt hat er ja aber 6 Darts für 87 Punkte, um alles klar zu machen. Vielleicht braucht er nur 3. Er braucht schon nur 3. Max Hopp. Florian, you require 70. Yeah, he is all over Stefan Nilis like a rash. Game shot and the third leg, Florian Hempel. 1-6, he had a look at the 120 there. He couldn't take either. Game shot had he taken match, one Florian or both, Hempel. It might be. Marco, you require 102. Ja, da ziehe ich bis heute meinen Hut. Ja, das war wirklich irre. Jetzt die Doppel 20 für Marco Obst. Klasse. Game shot at the seventh leg. Marco Obst. Das macht er. Da sind viel mehr Leute als die, ich glaube, 150, die erlaubt waren in der Halle.
Ich war schon zu Hause. 180. Schöne Hund. Deutsch gegen René Adams, wo er am Anfang vorn war, am Anfang gut dabei war und dann am Ende gegen René Adams 6 Legs am Stück verlor. 177. Absolutes Mega-Timing. Marco, you require 82. Und das jetzt fürs Break und das ist eine 5, das... Triple 19 oder Triple 15. Genau, ja. Doppel 10. Und die Doppelquote ist... Das ist richtig. Und das tut so weh jetzt auch für Franz Rösch, der sich davor sensationell auf Doppel 20 stellt. Franz, to throw first. Game on. Aber er bleibt dabei und er ist total unbeeindruckt. 977 hinterher, das sind 6. 78. Franz, you require 71. Guter erster Dart, der ist wichtig. Game short and da kommt das Doppel. Franz Rösch. Franz, you require 160. Ist, ein schönes. Der erste sitzt und der sitzt gut. Ja. Why not? Why not, Franz Rösch? Ja, starke Darts. Super Darts von Franz Rösch. Franz, you require 40. Und jetzt sollte alles klar sein für Franz Rösch. Game short and the match. Die Aufholjagd eingeleitet hat. Vorhin hat das weggegeben gegen René Adams, nachdem er. Q-School hat er sich auch am letzten Tag noch gesichert für die. Letzten 128 waren es, glaube ich. Da hat er sich auch noch am letzten Tag den Platz gesichert. Also ich denke, er ist in einer guten Form. Ja, game shot and das the first ist das Finish, René jawohl. Das war nicht ganz genau zu sehen. First game on. 15 Darts für René Adams. Holt sich hier direkt zum Auftakt das Break gegen Max Hopp. Der auch vorhin in seinem Interview gesagt hat, er ist spielerisch bisher noch nicht zufrieden. Ich glaube, das kommt man auch sehen. 180. 30 Rest. Max require 148. Und Max bräuchte hier schon ein richtig dickes Finish. Ja, und der steckt richtig gut. Doppel 14. Game shot and the super second line, Max Hopp. Von Max Hopp um die Ohren bekommt. Start 180. René, you require 102. Achso, das, was wir vorhin angesprochen haben in der Partie von Nico Kurz, der dann auch sehr, sehr stoisch auf der Triple 20 bleibt und nicht wechselt. Und game währenddessen shot nimmt René Adams die 102 Punkte raus. Leg. Fifth leg, Max to throw first, game on. René, you require 76. Drei ungeschlagenen Spieler verlieren, denn Martin Schindler liegt mit 2-4 hinten gegen Carsten Koch. Carsten Koch, der den guten Eindruck von vorhin so ein bisschen bestätigt. Denn, game shot and the seventh leg, René Adams. Max to require 104. German Darts Masters 2016, European Darts Matchplay 2016. So, und jetzt Max Hopp hier vielleicht mit der Antwort. 12 für die Doppel 16 zum direkten Rebreak. Jawohl. Game shot and the eighth leg, Max Hopp. Vom Situation stehen bleibt. Max to require 116. Bekommt er auch vielleicht, sollte er nochmal drankommen, nur ein Dart auf Bullseye, aber vielleicht kommt er gar nicht mehr dran. Nimmt Max Hopp das nächste High Finish, 148 und 104 hat er schon, die 116 zum Match. Und das macht er. And the match. Max und das Hopp ist dann halt auch stark, muss man. Helping hand from Marco Obst, 57 is not going to do the business. He's still not down to a finish. That's the single 20. That's the treble 20. And that's the double 20. And that is 2-0 for Max Hopp. Auftakt. Max, you require 12. Doppel 6. Und dann hat er hier alles unter Dach und Fach gebracht. Genauso ist Max es. Hopp. In this PDC Europe Super League. Has to take care of business here, though, and Zietman is looking at 92 with two darts. He's got the treble 20 for double 16. And that's a really neat and tidy finish from Stefan Zietman. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday billing for the Super Series 3. 108. And there is the first one, because it is the bigger target. Had to play his percentages 10. There. Rutsch, though, returns looking at double 5. Doesn't want to come inside on this second dart. That's two wonderful guys there. Just needs to slide it underneath those two, and he's got it, surely. Short, well, he went slightly match to the right. It doesn't Franz matter. Franz. Einem Sieg. Und der muss sich jetzt hier ein bisschen strecken. Und warum nicht so... Kevin, you require 72. 72 Punkte jetzt Rest, um hier das erste Leg mit den Darts nach Hause zu fahren. Game und macht shot das and the first leg, Kevin Muse.
Carsten, you require 76. Ja, das ist manchmal, wenn man diesen Schritt zur Seite gehen muss, verliert man manchmal so ein bisschen seinen Touch dann. Da verliert man manchmal den Fokus, ja. Doppel 8. Das ist wahr, ja. Game ja. Shot and the second leg, Carsten noch gerettet, Koch. Ja. Gestanden. Also das zahlt sich auch aus für ihn. Das ist auch einer, mit dem man rechnen muss. Das ist stark. Ah, gute Darts hier von Carsten Koch. Super Darts gestellt. 62. Eight over to the Kevin right hand side. 78. 18's maybe the target. Yep, 54 to leave double 12. Game shot and the sixth leg. Kevin Munch does. Munch steps in as he inevitably would. Well, that's more like it. 180. Third one. And he's looking at double top for a 6-3 win. He wants double 10 instead. Game shot and the match. And that will do nicely indeed. And he could find himself level on points with Vanek as well. In third place. Still very much alive here. It's looking bleak, though, you have to say, for the likes elsewhere of Jens Kniest, Thomas Kernlein, and Daniel Closer. Much to many people's surprise, I would have thought. Game double 16 for Gerdon, leg, and he finds Marcel it. Gerdon. Better from Gerdon. 180. Carsten required 114. Just the single. 57 away. Doesn't want to hit another one of those. Just about found the single 17. Game shot. And it's a 1-1-4 checkout. Carsten Koch. Marcel require 60. Well, he's found holding throw difficult in this match today. But a hold here would give him the win and it would put him into contention and it would put him into the top four in Group A. Nervous dart, that one. Takes a step back as he addresses this double 10. Game shot and the match. Marcel Gerdon. First game on. Sollte ihm Selbstvertrauen geben jetzt. Aber Brazzornfeier. Er muss sich das Break zurückholen. Das wird natürlich so. 180. Denkt. Ja, das Problem sind die Spiele, die eine halbe Stunde dauern. Davon gab es bestimmt einige an dem Wochenende. Ja, das ist eine gute Aufnahme jetzt hier. Ganz, ganz wichtig gewesen jetzt. So kommt Dragutin zurück. Ja, noch eine 18 fürs Bullseye. Und das wäre jetzt, glaube ich, so eine kleine Vorentscheidung in dieser Partie. Das lohnt daraus. Dragutin requires 78. Jetzt bin ich auf Dragutin gespannt, auf die 78. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er das auch noch macht. Ich glaube, der ist so... Hä? Okay. Oh. mach matt. Ja. Was ist da passiert? Ich glaube, das versteht er gerade selber noch. Doppel, nicht. Drei Rest. Ich verstehe es auch nicht, aber wahrscheinlich, doch, wahrscheinlich funktioniert es. Ja. Game shot ja. And the match, Dragutin Horvat. Was auch sonst. Das ist, guck mal, und ja, guck, ja. Kevin Münch, das ist. Im Grunde ist damit alles gesagt. Ja. Lukas, you require 76. Ein Triple hat er, aber Lukas wenig. Wird mindestens einen kriegen auf Doppel. Keine unrealistische Chance. Ihr kriegt zwei. Hat er schon gerade gemacht. Und Game shot and the second leg, Lukas wenig. Genau. Ja. Speziell gegen einen Spieler vom Kaliber Max Hopp beruhigt das natürlich so ein bisschen die Nerven. Ja, aber es ist halt nur ein Leg, also ein Break im Grunde. Wenn Max jetzt seinen Anwurf durchbringt, dann... 180! Lukas macht einen auf Doppel 8 liegen, womit er sich die ersten beiden Legs geholt hat vor allem. Aber Max kriegt mindestens einen. Ja, kriegt zwei. Das ist ein ganz wichtiger Dart jetzt für ihn. Und Game Shot and the third leg, Max Hopp. Das
Das ist ein schöner Marker für Max. Ja, ideal. Den kann er anspielen. Auch, den wird er auch nutzen. 180! Der erste. Gut gestellt mit Lucas dem letzten. Lucas requires 73. Kann dann zum Stellen. Und jetzt Lukas mit... wird 14 für... Ne, 18 für Doppel 18 gehen. Hat sich nochmal kurz umentschieden. Na, no, das ist die richtige Entscheidung. Wichtiger Dart. Außen aus. Die sind 18. Denkbar knapp. Aber... Davon kann sich der Maximizer hier nichts kaufen und Lukas wenig. Kann es klar machen. Oh, arbeitet sich ran. Kann er da noch eine Lücke finden? Kommt Game da rein! Er match, kommt Lukas rein! Wenig. 6 zu... Game on. Und das sehen wir so häufig von Martin Schindler. Das zeichnet ihn so aus zur Zeit. Und so legt er hier... Dann sind wir gleich gespannt auf den Abschluss-Average von The Wall, der hier... Die nächste klasse Performance zweiten auf Wenn. Florian Hempel nochmal seine zweite 180 wirft. Siebte 180 im siebten Leg. Game Shot. Eine klasse Partie, die wir erlebt haben. Der nächste 14 Data von Martin Schindler. 6 zu 1 Sieg. Zeichen eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das war. Ich war auch sehr froh, dass ich eingeladen wurde. Das freut uns. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und wir freuen uns über den perfekten Start von Lukas Wenig. Ich glaube, ungefähr in dem Bereich. Kai Record 121. Aber Kai hat dann am Ende eiskalt zugepackt. Packte auch hier eiskalt zu. So aufs Bullseye. Klasse Kai Finish Gotthard. Von Kai Gotthard. Das zum Beispiel Franz Rötsch oder Lukas Wenig sind, der jetzt hier die 70 Punkte in Angriff nimmt, um das direkte Rebreak zu schaffen, um alles wieder in die Reihe zu bringen. Und Game das shot macht er. In the second leg, Lukas Wenig. In Lukas, you require 78. 116, zumindest im Bereich des Möglichen, wenn Lou hier die Chance liegen lässt. Aber er bekommt wieder zwei Darts. Game shot and the fifth leg, Lukas Wenig. Kann jetzt nicht unbedingt mit dem ersten Dart da drüber gehen. Ja, und genau das passiert ihm hier. Zwei Darts über Game der Doppel-1, aber den letzten leg, bringt er dann doch noch. Die dann immer mal wieder bei mir in der Kommentatorenkabine vorbeischauen. Ja, und das scheint jetzt hier Kai Gotthard nochmal so ein bisschen Auftrieb zu geben. Jawohl! Die zweite rutscht er da ab in die 5. Und das ist 180, Nummer 3 im. Und Dragutin Horvat macht das zu, gewinnt gegen Max Hopp mit 6 zu 4, holt seinen zweiten Sieg der Hauptrunde. 171. Kai require 80. Kai Gotthard, die Gefahr. 80 Punkte. 20 für die Doppel 20. Für unseren nächsten Decider hier auf Game dem Streamingboard der Hilo PDC Europe Superhalten sich da in Richtung der 90-Punkte-Marke. Was das Scoring betrifft, Wenig sogar bei über 100. Und das ist jetzt stark. Die Triple 19. Retter in der Not. 171. Hier Lucas, you require in seinem vierten 8. Spiel den vierten Sieg einfahren. Doppel 2. Game macht shot das. And the match. Perfekter Lukas Start Wenig. In die Hauptrunde. First hier game on. Die Doppel 10 erwischt. Schöner 16 Dart. Und der perfekte 180. Start. Do you require 81? 9 Darts, 81 Punkte Rest. Gibt's Doppel 12. Game shot and the third leg, Dragutin Horvat. Dragutin requires 70. Pratzo wieder auf 15er kurz in seinem Leg. Doppel 8. Game ja, shot stark. And the fifth leg, Dragutin Horvat. 14 da. Dragutin require 84. Aber die 84 sind auch noch nicht gecheckt. Keine Selbstverständlichkeit. 84 Punkte, Triple 20. Der erste ist wieder ideal. Macht das wieder in zwei Darts. Ja. Game shot diesmal and the seventh leg, Dragutin Horvat. Überwirft er sich und jetzt die Frage, wie geht Michael Hurz die 94 Punkte an? Jetzt könnte es dann vielleicht doch nochmal spannend werden, wenn er die 94 Punkte rausnimmt. Das ist natürlich der bestmögliche Start. Wow. Game shot ganz, and the ninth leg, Michael Hurz. Das zu. Ja. Game shot and Doppel the match, Dragutin Horvat. Achten Platz abgerutscht, weil René Adams seinen ersten Sieg holen konnte. Der jetzt bei einem Punkt aus vier Partien 180 Money Builder mitzustellen. Require 86. Aber nicht viel Druck für Franz Rötsch, der einen super ersten Dart spielt Game shot und das hier sauber ins Ziel bringt. Rebreak Franz Rötsch in einem absolut anständigen Bereich.
86,5 Punkte. Aber jetzt. 180. Bei den ersten 9 Darts wieder über die 100-Punkte-Marke. Das ist eigentlich ja, so Usus bei ihm. Da ist das stark. 165 Punkte. Martin, you require 4. Gelingt das so ein bisschen. Doppel 2. Na, jetzt Doppel 1. Jetzt kann es unbequem werden da oben. Nein. Game, Shot. And the 7th leg, Martin Schindler. Ja. Franz, you require 96. Aber das Game ist shot. And humorlos, the leg, humorlos von Franz. Franz. Steht alles auf Decider. Triple 10 für die Doppel 18. Game shot. Die Doppel 9 ist es. 15 Darts. Franz Rötsch. Zum Tür vielleicht nochmal auf für The Wall. Die Tür ist auf und er rennt sie ein. 174 in der letzten Aufnahme. Sieht es doch so aus, als ob Martin Schindler weiter ungeschlagen bleibt. Doppel 9, schwieriger Switch, der war auch weit weg. Doppel 9. Und das ist 18. Der Fehler. Das ist der Franz, Fehler von Martin Schindler. 32. 3 Darts für die Doppel 16 für Franz Rötsch. Und auch der ist weit weg, weit, weit weg. Doppel 8, Doppel 4, einmal ganz rüber. Und dann spielt Game, die Nerven eine Rolle. Und jetzt. And the match. Franz Rötsch. Ist er da? Marco, you require 65. 65 Punkte Rest bei Marco Obst. Wir okay. Hören auf das, was der Caller sagt. Nicht, dass Game, das in shot. Der Grafik and steht. The fourth leg. Das zählt Marco letztendlich. Obst. Das Wichtigste überhaupt gewesen jetzt. Ja, das hat man alle froh. Bei vielen Spielern gemerkt, dass die Vorrunde. Auch mental schwierig war, jetzt hier vielleicht, jawohl. 180. Ja, so. Marcel, you require 66. Breaken, bis der Arzt kommt. Ja, geht auf Triple 10 oder auf Bulle? Ja. Hat über die Triple 14 für die Doppel 12 versucht. Okay. Korrigiert, 15 für Tops. Ja. Game, Shot and the 5th Leg. Marcel, nochmal Gerdon. Durch. Marcel, das Leben damit retten könnte, dass er die Doppel 10 trifft. Wir würden alle James Wade nehmen. Ja. Und jetzt könnte es hier das erste High-Finish der Partie geben. 6 mitten rein für die Doppel 20. Ja, oh, Game Shot and the 6 Tolles Finish. Marcel Gerdon. Marcel, you require 64. Und Lukas Wenig bleibt ungeschlagen, gewinnt 6-5. Ah, okay. Gegen Dragutin Horvath. Super. Die große 8 für die Doppel 20 und keine Gefahr, weil Marco Obst. Ja, wieder mit dem ersten. And the 7 Flag. Marcel Gerdon. Marcel, you require 72. Das ist die erste richtig gute Chance jetzt für Marcel Gerdon. Bekommt nochmal ein Dart auf. Kriegt 2 auf die Doppel 12. Ja. Jawohl. Game, Shot. And the match, Marcel Gerdon.